Dieses Spiel wurde mir schon längere Zeit immer mal wieder für ein Video vorgeschlagen. Jedoch habe ich es lange nicht in meiner Sammlung gehabt und ich habe es auch ehrlich gesagt auch gar nicht großartig wahrgenommen. Nun ist es endlich soweit und ich will der Frage nachgehen, ob ich etwas verpasst habe. Lasst uns mal zusammen hereinschauen. Was taugt Snow Brothers Junior für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Toaplan entwickelt und von Capcom 1992 bei uns und den USA veröffentlicht. Japan bekam es ein Jahr früher. Das Spiel basiert auf dem Arcade-Automaten aus dem Jahr 1990. Das Spielprinzip ist ein ganz klassisches Arcade-Spiel und erinnert an Vertreter wie Bubble Bobble oder ähnliches. Ihr befindet euch mit eurer Spielfigur in einem Level mit verschiedenen Plattformen. Der Bereich erstreckt sich dabei immer nur auf dem Bildschirm. Eure Aufgabe ist auf den ersten Blick natürlich relativ simpel: erledigt alle Gegner. Danach kommt ihr zum nächsten Level und alles geht so weiter. Jetzt kommen wir zu der Kernspielmechanik. Wie erledigt ihr die Fieslinge? Ihr könnt Eiswellen von euch schießen. Die haben jetzt keine riesige Reichweite, sind aber dennoch effektiv. Wenn ihr nämlich öfter mit diesen einen Gegner trifft, wird er zuerst betäubt und dann immer mehr in Schnee eingeschlossen, bis er komplett in einer Schneekugel eingeschlossen ist. Diese kickt er dann weg und wenn die Kugel zerspringt, ist der Gegner auch weg. Wenn der Schneeball auf seinem Weg noch einen anderen Gegner mitnimmt, ist dieser auch weg. Mit etwas Geschick könnt ihr das ungewöhnliche Gefährt auch zu euren Vorteil nutzen, da auch ihr eingesaugt werdet und ihr es auch jederzeit auch dann wieder verlassen könnt. So kann man sich schon einmal etwas schneller fortbewegen. Wie immer bei solchen Spielen ist das Spielprinzip natürlich recht einfach, aber schwer zu meistern. Und das liegt vor allen Dingen an den Gegnern. Auch wenn hier die Vielfalt eher eingeschränkt ist, haben sie dann doch so einige Tricks auf Lager und lernen teilweise sogar noch dazu. Es gibt da zum Beispiel diese kleine Drachen, die am Anfang vorher seitwärts spucken, später jedoch auch nach unten. Dadurch kommt natürlich nur etwas mehr Tiefe durch diese kleine Änderung hier rein. Berührt ihr übrigens einen Gegner, verliert er natürlich ein Leben. Habt ihr alle verloren, ist Spielende. Nebenbei lassen bei Erledigung die Gegner natürlich auch mal Bonusgegenstände fallen, die dann euren Highscore auffüllen. Die Steuerung ist dabei den ganzen übrigens sehr genau und man fühlt sich sofort wie zu Hause. Die Sprunganimationen sind einfach klasse und ihr könnt für euch von unten nach oben durch Plattformen springen. Auf diese Weise seid ihr relativ agil unterwegs. Ein Passwortsystem oder ähnliches gibt es leider nicht. Game Over ist einfach Game Over. So kennt man es ja auch von den Arcade-Spielen. Die Grafik ist im Vergleich zu ähnlichen Spielen richtig gut geraten, ist jetzt aber im Allgemeinen natürlich jetzt kein Meilenstein. Man kann jedoch immer sofort alles erkennen und das ist ja auch das Wichtigste bei solchen Spielen. Der Sound steht eh nicht da. Eingängige Melodien begleiten euch auf eurer Reise, deren Effekte eher nach simpel gehalten sind. Was taugt Snow Brothers Junior für den Game Boy also heute noch? Ich muss sagen, dass ich recht angetan von dem Spiel bin. Eigentlich bin ich kein Fan von dieser Art von Spielen, aber das hier, das hat mich echt überzeugt. Das Spiel geht einfach flott von der Hand und es macht Spaß, sich durch die Level zu navigieren. So sollte ein einfaches, aber gutes Spiel auch sein. Das war der Test zu Snow Brothers Junior für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.